Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ersehnt, heute geht's endlich los. C wie Kennbus. Wir haben Besuch. Henrik von der Firma Kencheckt ist hier. Servus. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, Thema Kennbus bin ich definitiv überfragt. So. Deswegen ist Henrik hier, der erklärt euch das heute mal. Ich bin gespannt, wie das tonmäßig ist, weil ich höre mich hier so selber, weil das so in dem Dachfenster da oben so ein bisschen hallt. Ja, das geht schon. Geht schon, ne? Denke ich auch. Ja, okay. So, eigentlich ganz ursprünglich wollte ich C wie Carbon machen. Jetzt haben aber tatsächlich, weil wir es übersprungen haben, so viele geschrieben, wir müssen C wie Kennbus machen, dass ich gefragt habe, ob du da Bock drauf hast. Du hast Bock drauf. Du kennst dich hoffentlich damit aus mit Kennbus. Du bist ja. Und genau, jetzt gehen wir die Sachen an. Ich würde sagen, fang doch mal einfach an, grob zu erklären, was ein Kennbus überhaupt ist, warum er Kennbus heißt. Also, oder anders formuliert, eigentlich ist Kennbus ja dieses Kabel. Ja. Ja. Jetzt kann man über dieses Kabel nicht nur ein Strom transportieren, sondern Signale durchschicken. 0 und 1. Genau. Und die Reihenfolge der 0 und 1 ist am Ende das, was rauskommt. Genau. Okay, ja. Video fertig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß ehrlich gesagt, wir können ja damit mal anfangen. Wie lange gibt es Kennbus ungefähr schon? Also Kennbus, ich kenne ja nur so aus dem VW-Audi-Sektor, kam so Richtung 96, 97 mit der Golf 4-Basis. Boah, echt so lange schon? Ja, also Golf 3 war da noch gar nichts. Und bei Golf 4 ging das dann so richtig los. Beim A4 gibt es so Twitter-Modelle. Mhm. Die haben so die allerersten haben auch noch K9-Kommunikation. Und später beim S4, RS4, die haben alle Kennbus, womit dann die Steuergeräte oder die ganzen Geräte miteinander kommunizieren. Das heißt, Ziel von dieser ganzen Entwicklung war es einfach mit einem Kabelpärchen, verschiedenste Signale durch ein Auto zu schicken. Genau, um einfach die wichtige Komponenten im Fahrzeug miteinander zu vernetzen, dass dann eine Kommunikation stattfindet. Früher hast du ja immer noch an den Tacho, hast du separaten Kabel gezogen für den Drehzahlmesser, hast ein separates Kabel für deine Geschwindigkeit, hast deine ganzen Temperatursensoren und das Steuergerät hatte die Information vielleicht extra noch. Hat ein eigenes Temperatursensor, Golf 2 typisches Beispiel, ein Sensor für einen Wassertemperaturgeber im Steuergerät und einen für den Tacho. Mhm. Das Ganze hat es dann natürlich einfacher gemacht. Wie funktioniert das Ganze? Oder was würdest du sagen, wie fangen wir am besten an? Wahrscheinlich am besten erstmal so ein bisschen erklären, wie so ein Kennbus überhaupt aufgebaut ist. Also es ist ja nicht nur der Kennbus, sondern es ist ja wenn dann immer der ganze Kreis, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also Bus ist halt wirklich ein Bussystem. Und dann machen wir heute so ein bisschen Schule. Ja. kriegst du es hier gut drauf? Mhm. Ja. Bus heißt, also ein Bus ist halt einfach nur eine gerade Linie. Ja? Also so einfach hier, das ist dein Kennbus. Mhm. Ja? Sind ja immer zwei Adern und wir haben schon gesehen am Kabel, die sind immer miteinander verdrillt, um einfach die Störwirkung von außen zu minimieren. Mhm. Und entweder hast du ein verdrilltes Kabel oder noch besser ein geschirmtes. Mhm. Im Fahrzeug haben wir meistens verdrillte Kabel. Ja? Also sind eigentlich zwei Kabel, eigentlich zwei verdrillte. Ich einfach halt halber schreibe ich die nur. Mache ich nur zwei Striche und die Bezeichnung ist dann, wir haben hier einen High und wir haben hier den Low. Mhm. Ja, also kann High und Low sind die beiden Kabel. Und der Bus ist immer an beiden Enden terminiert. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, das sind immer die ominösen 120 Ohm Widerstände. Ja, dann haben wir hier einen und wir haben hier einen 120 Ohm Widerstand. Das heißt, da ist High und Low über den Widerstand miteinander verbunden. Genau, richtig. Ja. Mhm. Und das heißt, wenn man hier zum Beispiel Troubleshooting, viele fangen ja mal an, wenn du in ein originalen Fahrzeug Kennbus gehst, ist es immer schon vorhanden. Mhm. Ja, bei VW Audi ist es zum Beispiel so, die haben im Tacho ist meistens die Kennbus-Terminierung die erste und im Steuergerät ist die zweite. Mhm. So, wenn du dann irgendwo mit reingehst, brauchst du keine Terminierung. Wenn eins davon weg wäre, könnte das Ganze gar nicht mehr kommunizieren. Wenn eins davon weg ist, da kommt es immer auf die Länge des Kennbuses drauf an. Wenn jetzt so was Kurzes, wie wir jetzt hier haben, brauchst du eigentlich keine Terminierung. Ja, okay. Das funktioniert alles so. Wenn du über längere Strecken gehst, musst du unbedingt immer zwei Terminierungen haben. Wofür brauchen wir zwei Kabel? Also warum High und Low? Die Signale, die hier drüber laufen, hast du ganz einfach, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sind 0 und 1. Mhm. Ja? Und bei dem High-Kabel sieht das Signal so aus. Und bei dem Low-Kabel sieht das so aus. Mhm. Ja, das heißt, das ist eine 1. Und der Empfänger macht daraus dann wieder eine 1. Das heißt, es ist gegenläufig. Mhm. Dadurch hast du einfach von außen die Einwirkung, wenn du jetzt an einem Zündkabel vorbeigehst oder irgendwo, die Einwirkung ist einfach geringer. Ah, okay, verstehe. Deswegen hast du einen Kann High und deswegen hast du einen Kann Low. Ist eigentlich mehr so eine Art Verstärkung.
So. Nein, Schutz gegen Fremdeinwirkungen. Ja. Okay. Okay, erzähl erstmal, oder? Ja, genau. Wir haben hier die Terminierung und dann hängst du an den Bus, hängst du deine Geräte. Das heißt, hier hängst du jetzt zum Beispiel dein Steuergerät dran. Mhm. Hier. Wenn ich mein Kennzeichen-Display dran. Genau, richtig. Sehr gut. Hängst dein Kennzeichen-Display dran und dann hängt hier. Hängt dann vielleicht noch dein Tacho mit dran. Mhm. Ja. Mhm. Hat ja. Also einfach den Vorteil, wir können sowohl von dem Tacho die Daten auslesen, genau, von dem Kennzeichen-Display, als auch von der ECU. Ja, genau. Richtig. So, und das alles nur mit zwei Kabeln, die durchs ganze Auto querlegen. Sonst müsste man ja anfangen, und um alleine von dem Tacho alles vom Steuergerät zu kriegen oder vom Motor direkt, würden wir alleine 20 Kabel zum Motorraum alleine brauchen. Genau, richtig. Nur für Öltemperatur, Wassertemperatur, Öldruck und so weiter. Genau. Und das Coole ist halt, dass es halt wesentlich einfacher wird. Auch mit der ganzen PMU-Technik hatten wir vorhin auch schon das Thema. Hast dann ein Gerät, was deinen Sicherungskasten ersetzt, was vorne mit deinem gesamten Fahrzeug kommuniziert. Und du kannst eine zweite ins Heck setzen, die hier hinten mit deinem ganzen Fahrzeug kommuniziert, die deine Benzinpumpen ansteuern, deine Rücklichter, deine Feuerlöschanlage, was du alles noch so hast. Und das alles schließt du an den CAN-Bus an und das kann dann miteinander kommunizieren. Mhm. Ja. Wichtig ist ja noch, dass der CAN-Bus immer auf eine Geschwindigkeit gestellt werden muss. Mhm. Das heißt, bei VW Audi läuft das zum Beispiel immer auf 500 Kilobit pro Sekunde. Mhm. Ja. Hier gibt es auch die Möglichkeit, dass es auf 1000 Mbit läuft oder auf 250 oder auf 125. Also die Möglichkeiten gibt es. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dein ECU Master Steuergerät hast noch ein Display von einem Fremdhersteller, von uns, und hast dann noch dein ABS mit drin, musst du immer schauen, auf welchen CAN-Bus Speed stellst du es ein. Mhm. Den CAN-Bus Speed von deinem ABS kannst du wahrscheinlich nicht verändern. Mhm. Das heißt, du musst dein Steuergerät und dein Display musst du anpassen, damit die überhaupt miteinander kommunizieren können. Verstehe. Okay. Ansonsten hast du einen CAN-Bus-Fehler und dann kann gar nichts kommunizieren. Das heißt, wenn du in deinen originalen CAN-Bus, zum Beispiel in einen falschen CAN-Bus-Speed reingehst, geht nichts mehr. Mhm. Verstehe. Wo wir gerade beim Thema Speed sind, wie schnell ist das? Also jetzt nicht technisch gesehen in Zahlen, sondern ist das zum Beispiel schneller, als wenn ich jetzt vorne einen Öldruckschalter habe, der das Signal schaltet? Oder wie? Also du hast immer eine Latenz drin, weil du hast ja hier zum Beispiel an deinem Steuergerät ist jetzt hier dein Sensor. Mhm. Ja? Und der Sensor muss erst ins Steuergerät, der wird hier ausgewertet. Das Steuergerät macht daraus ein digitales Signal, schickt es über CAN-Bus. In deinem Display muss es auch erst aufgenommen werden und wird dann irgendwann dargestellt. Mhm. Klar hast du da eine Latenz drin. Also die dauert länger, als wenn ich einfach nur eine Lampe 5 Meter weit weg an den Schalter hängen würde mit 12 Volt. Merkst du nicht. Merkt man aber nicht. Nee. Also das wirst du nicht merken. Wir als Menschen, nee. Wenn es dann wirklich um die Hundertstel oder Tausendstel Sekunde geht, also wenn du jetzt zum Beispiel im Formel-1-Sport bist und da wirklich, wo es drauf ankommt, um Dämpferraten und etc., da kann es Themen geben, deswegen gehst du dann eher auf 1 Mbit. Und da muss man auch wirklich ganz genau auf die Verkabelung schauen. Ja, also zum Beispiel macht VW macht das ja so. Wir haben vorhin schon gesagt, wir haben Display, wir haben den Tacho mit dem CAN-Bus-Widerstand und wir haben das Steuergerät mit dem CAN-Bus-Widerstand und der CAN-Bus-Widerstand muss immer am Anfang und Ende sein. Mhm. Ne? Jetzt kommen die Haldex dazu. Wo ist die Haldex? Hinten. Ganz hinten. Das heißt, der Bus sieht dann bei denen eigentlich so aus. Mhm. Ich habe jetzt auch schon manche Autos gesehen, die haben 2 CAN-Bus-Kreisläufe drin, ne? Genau, bleiben wir kurz bei dem einen. Das heißt, rein vom Datenblatt her muss es eigentlich so aufbauen. Es gibt aber schon noch, also der verzeiht auch recht viel. Ja, bei mir am Schreibtisch schnell die Litzen reingesteckt. Sobald er irgendwas Kontakt hat, fließt sofort der Strom. Wenn du es aber im Auto hast und du hast Störfaktoren von außen, musst du halt gucken, dass du einen richtigen CAN-Bus aufbaust. Mhm. Sowas kann halt auch funktionieren, werden sich irgendwelche schlauen Ingenieure, werden sich auch was dabei gedacht haben. Funktioniert auch. Jetzt hast du mit den mehreren CAN-Bussen hast du zum Beispiel auch, du hast kritische Systeme, Motorsteuergerät, ABS. ABS ist ja dann auch zuständig, das schickt auch die Daten ins Steuergerät, wie zum Beispiel für dein ESP, Gaspedal auch wieder zurückgenommen wird. Das sind halt kritische Systeme, die laufen dann auf dem Fahrzeug-CAN-Bus, das ist der Antriebs-CAN.
Und dann gibt es so Geräte wie zum Beispiel Radio, Navigation, das ganze Zeug. Das ist dann immer noch der Komfort kann. Fensterheber. Ja, Fensterheber, wir kennen das. Und die laufen, die laufen dann in dem für Diagnose, klar. Ja, ja, klar. Ja, also du gehst oder zum Konfigurieren Diagnosesteuergerät. Ja. Und das läuft dann im VW-Audi-Sektor, sehr VW-Audi-lastig heute, auf 250 und der Antriebscampus läuft auf 500. Okay. Jetzt hast du aber, wie soll das gehen? Jetzt gehe ich in meinen Tester rein. Der Tester, hier hast du dann dein Diagnose-Gateway. Und er hat drei Canvas-Schnittstellen. Antrieb, Komfort und hier gehst du mit deinem Tester ran. Das heißt, mit dem Tester kommst du in alle Steuergeräte rein. Der verbindet das. Das heißt aber, an den Tester direkt geht auch das Canvas? Also der steckt sich direkt auf den Canvas drauf? Der hat einen eigenen Canvas. Das ist hier die OBD-Dose, gibt es die OBD-Stecker unten, gehst du rein. Okay. Der hat einen eigenen Canvas. Das heißt, wenn du jetzt hier irgendwie dran rumfummelst, hast es keine negativen Auswirkungen auf deinen Antriebscanvas. Ja, okay. Ist bei anderen Herstellern anders, wie zum Beispiel bei Ford. Da hast du hier den kompletten Antriebscanvas mit drauf. Wenn du da irgendwas falsch steckst, komplett Lichterbaum an im Tacho. Okay. Okay, das heißt aber, all diese Komponenten müssen immer zwei Sachen können. Also sie müssen eine Sache auf jeden Fall können, das ist den Canvas erstmal auslesen können. Ja. Und halt einfach raffen, was da gerade für ein Signal ankommt. Genau. Und wenn sie gut sind, geben sie auch noch ein Canvas-Signal raus, was ja auch nicht immer geht. Genau, richtig. Das heißt, so ein Tacho zum Beispiel gibt deren Signal auch raus. Ja, echt, genau. Gibt auch was raus. Also, zum Beispiel bei VW Audi, da hast du den Öltemperaturanschluss, hast du am Tacho und der schickt dann die Öltemperatur raus in den Canvas. Ah, okay, verstehe. Ja, also heißt, es geht doch wieder noch ein Kabel bis zum Tacho und von dort aus geht es auch. Genau, aber die Öltemperatur geht aber nicht ins Motorsteuergerät, sondern hast ein Tacho und dadurch hat das Motorsteuergerät auch die Möglichkeit, die Öltemperatur auch mit in die Berechnung reinzunehmen. Okay. So, das waren jetzt die Basics. Jetzt wird es auf jeden Fall interessanter, aber jetzt gucken wir uns mal nicht mal an, was genau hier eigentlich durch dieses Kabel durchgeht. Das heißt, theoretisch muss es nicht verdrillt sein. Es würde auch genauso gehen, ohne dass es immer verdrillt. Immer verdrillt. Wenn du kein verdrilltes Kabel zu Hause hast, machst du in den Schraubstock zwei Kabel, gehst in die Bohrmaschine, drehst das ein bisschen, dass es so aussieht und dann gehst mit der Heißluftpistole drüber und dann bleibt das auch in Form. Immer verdrilltes Kabel. Weil ich hatte jetzt schon ein paar Mal kein verdrilltes Kabel und wollte nur kurz was testen, einfach ein gerades Kabel rangemacht und dann auf dem Tisch. Es geht. Es geht auf dem Schreibtisch, aber dann bist du unterwegs und irgendwann geht es nicht mehr. Aber woran liegt das, dass ein verdrilltes Kabel sich schützt oder besser geschirmt ist? Wie kann man das erklären? Das geht zusätzlich. Das hat auch was mit den Signalformen zu tun. Ist halt einfach wie eine Schirmung. Okay. Schön. Das, was hier durchfließt, ist das in Form von Strom messbar oder ist das so wenig? Das ist in Form von Strom messbar. Ja. Okay. Aber wenn du hier den Strom misst und du hast ganz viel hohen Pegel und niedrigen Pegel, misst du irgendwas dazwischen. Verstehe. Also nur den Durchschnitt. Genau. Und um den Widerstand, alles ist aus, und du misst den Widerstand, dann müssen die beiden Canvas-Leitungen immer 60 Ohm haben. Miteinander. Ah. Du hast ja 120. 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. In den Physik aufgepasst hast? Ja, ich hatte sogar Physik LK, ja. War ein Wesen, aber nicht. Also hast du 1 durch 120 plus 1 durch 120 sind dann 2 durch 120, sind quasi 1 durch 60, umgedreht, sind dann also 60 Ohm. Ich werde im Physikunterricht nie das URI-Dreieck, das werde ich nie vergessen. Das URI-Dreieck, das hat sich so eingeprägt. Das Problem ist aber, wenn du dann intelligente Geräte drin hast oder die flexibel sind, wie bei zum Beispiel unser Display, kannst du den Canvas-Widerstand ein- und ausschalten über Software. Das heißt, wenn das Gerät aus ist, hat es keinen Widerstand. So wie bei euch beim Display, da geht es auch. Da kannst du ja anwählen, ob... Da ist es wichtig, dass man die Dokumentation liest. Weil sonst hätte man hier auch nochmal 120 Ohm. Ja. Was würde dann passieren? Wäre dann einfach nur der Teil tot, weil er einfach hier zwischen kommunizieren würde? Also es wird wahrscheinlich wieder funktionieren, wie du vorhin schon auch sagst. Ich nehme einfach zwei gerade Kabel und mach's dran. Es kann aber zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Und du solltest immer innerhalb der Spezifikation sein. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt hier die 120 haben, dass er dann nur noch hier zwischen kommuniziert. Das heißt, die Haldex könnte mit dem... Nee, gar nichts. Okay. Also das ist ein Bus. Wenn du hier irgendwo zwei Kabel miteinander verbindest oder der irgendwo getrennt ist, dann geht nichts mehr. Aber prinzipiell zum Überprüfen geht immer Zündung ausmachen und dann muss man 60 Ohm messen. Genau. Wenn
du dann nicht solche Geräte drin hast, wie unseres Gerät. Ja, ja, klar. Aber in einem Originalfahrzeug die haben immer den festen Widerstand. Das heißt, euer Gerät kann die 120 Ohm nur einschalten, wenn es auch an ist. Genau. Verstehe. Das heißt, er schaltet jedes Mal den Widerstand wieder ein quasi. Genau, richtig. Mhm. Mhm. Cool. So, dann vermute ich mal, haben wir jetzt hier, können wir ein, okay, das gehört erstmal nicht dazu. So. Das ist jetzt einfach nur unser Dummy-Steuergerät, genau. Wo du jetzt gleich einfach ein paar Kenbus-Werte ausgeben willst. Genau, richtig. Ja. Also wir haben hier ein Steuergerät. Das ist im Kanbus drin, Display 1, Display 2 sind im Kanbus drin. Und über das Display ist mit USB verbunden, sodass wir auch die Kanbus-Daten visualisieren können. Da können wir euch eine Sache mal zeigen, wo wir nämlich beim Thema Kenbus sind. Die Leute, die das nämlich dann ganz genau verkabeln wollen und nicht so wie ich einfach die ganzen Kenbus aufeinander machen, habt ihr tatsächlich so wie früher bei Netzwerkparty so ein Kenbus-Hub da mittlerweile für? Ne? Genau, richtig. Ja, also so ein Kenbus-Hub. Und da musst du aber auch wieder aufpassen, dass du innerhalb der Spezifikation bist. Du kannst jetzt nicht einfach nur deine ganzen Kabel da dran machen und irgendwo da drin den Widerstand haben. Mhm. Ja, also das heißt, jetzt gerade ist hier, lass mich überlegen, hier wird ja auf jeden Fall Widerstand drin sein. Das heißt, wenn es hierher geht, muss hier logischerweise auch ein Widerstand drin sein. Eigentlich. Immer nur am Anfang und am Ende vom Bus. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das ist das Ende und alles, was hier zwischen ist, greift mehr oder weniger dazwischen drauf. Also auf unserem Gerät, wenn du hinten abschraubst, hast du zwei Jumper, wo du auch den Kanbus-Widerstand mit dem Jumper aktivieren kannst. Aber jetzt hier ist es tatsächlich so, dass das Steuergerät den Widerstand hat und dass ein Widerstand über das Display hier aktiviert ist. Ich hätte jetzt so gedacht, dass Anfang und der Kasten das Ende ist und alles dazwischen gesteckt wird. Nee. Okay. Also du kannst auch sagen, im Kasten ist Anfang und Ende und du steckst deine Geräte ran, aber laut Spezifikation darf diese Länge hier nicht länger als 30 cm sein. Mhm. Mhm. Verstehe. Wir sind aber hier auch schon raus. Ne? Also es gibt halt Situationen, wo es funktioniert. Muss dann auch genügend getestet werden. Das heißt, alles, was auf den Kenbus drauf gepinnt wird, darf nicht weiter als 30 cm weg sein. Von dem Hauptkenbus, sag ich jetzt mal. Bus, genau. Das heißt, eigentlich hätte man übertrieben gesagt, den Hauptkenbus so eine Schleife legen müssen. Ja, oder eben, entweder so, oder eben du sagst, dein Widerstand ist hier und dein Widerstand ist hier. Aber die haben wahrscheinlich später erst die Haldex mit reingenommen, nur Vermutung. Aber erst Vollantrieb. Genau, und dann irgendwann die Haldex mit reingenommen und dadurch ist halt so ein Konstrukt entstanden. Okay. So, aber was genau gibt denn dieses, also in diesem Steuergerät wird jetzt ja irgendein Protokoll drin sein, was generell kenbusmäßig ausgegeben wird. Genau. Wie sieht das aus? Wie kann man das den Zuschauern erklären? Also da hat jeder Hersteller, kocht da immer so seine eigene Süppchen. Ja, bei den originalen Fahrzeugherstellern ist es natürlich die Werte, die zwischen den Steuergeräten benötigt werden, die liegen auf dem Kenbus. Vom ABS liegen die Radsensoren drauf, vom Steuergerät liegt die Drosselklappe drauf und die Wassertemperatur für den Tacho. Die legen wirklich nur das drauf, was benötigt wird. Ein Lambda-Wert wirst du bei einem originalen Steuergerät nicht auf dem Kenbus finden. Sind diese Adressen immer gleich? Also ist Raddrehzahl vorne links bei jedem Hersteller gleich? Alles unterschiedlich. Ah, okay. Das heißt, die machen das schon fahrzeugspezifisch immer. Und da gibt's auch zwischen den Generationen dann verschiedene Protokolle zwischen den Herstellern. Also alles komplett anders. Okay, und du hast ja im Kenbus hast du dann immer die Kenbus-Adressen. Und das ist, da gibt es zwei verschiedene. Einmal gibt es Standard, das ist 11-Bit. Und es gibt 29-Bit, weil sie gemerkt haben, die kommen mit dem Adressraum nicht mehr zurecht. Und hier ist halt, du hast dann hexadezimale Adressen und die sind dann 1, 2, 3, 4. Und hier sind die dann 29-Bit, sind 28 sind auf alle Fälle mehr Stellen. Ja, das heißt, diese vier Stellen ändern sich immer, je nachdem, welche Nachrichten rausgeschickt wird. So ein Steuergerät schickt zum Beispiel 20 Nachrichten raus. Das heißt, es sind 20 Adressen vom Steuergerät, die du im Kenbus findest. Dann schickt deine Haldex vielleicht eine Information raus, da liegt die Temperatur drauf, da liegen noch irgendwelche Fehlerinformationen drauf, ist auch noch eine Kenbus-Adresse. Aber das heißt, Öltemperatur könnte jetzt als Beispiel aussehen, 0x1222. Genau. Das heißt, in Summe gibt es 9999 verschiedene Möglichkeiten. Das ist hexadezimal. Das heißt? Das heißt mal 16. Das geht bis F. Ah, okay, verstehe. Nicht ganz, weil wir sind bei 11-Bit. Das heißt, wir haben eigentlich 2 hoch 11 Adressen. Kann ich im Kopf nicht rechnen.
Ja. Und du hast pro Datenframe, das ist ein Datenframe, das ist die Adresse vom Frame. Mhm. Und pro Datenframe hast du 8 Felder, die du belegen kannst. Das sind 8 Bytes. Mhm. Sollen wir so weit ins Detail gehen? Wir sehen später nochmal dann. Das war auf jeden Fall ein Ding, wo ich schon ausgestiegen bin. Also wir haben dann 8 mal ein Byte geht von 0 bis 255. Mhm. 2 hoch 8. Das war das Einzige, was ich noch gewusst habe. Das heißt, du hast 8 mal 255, was du reinlegen kannst. Mhm. Zum Beispiel legst du jetzt deine Temperatur rein und die Temperatur könntest du in einem Byte von 0 bis 255 machen. Hast du aber, was machst du jetzt, wenn zum Beispiel deine Temperatur im Minus ist? Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Das heißt, wir haben einmal die Adresse und in dieser Adresse ist der eigentliche Wert auch noch eingeschlüsselt. Genau, richtig. Du hast immer so ein Datenpaket. Das Paket besteht aus verschiedenen Bits. Ein Teil des Datenpakets ist deine Adresse und ein Teil des Datenpakets ist dein Payload. Ja. So nennt man es. Ah, okay. Genau. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ja. Und das heißt, es kommt ja auch immer darauf an, auf die Auflösung. Hast du zum Beispiel für eine Temperatur, wird es wahrscheinlich reichen, von 0 bis 255. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Ladruck hast? Ladruck wird meistens in KPA übermittelt. Und KPA wird ja dann nur von 0 bis 255 gehen. Ist wie viel? 1,5 Bar. 1,5, aber auch nur, weil du schon umrechnest. Ja. Also eigentlich 2,5. Ja. Dann muss die Umgebungsziehung abziehen. Bis bei 1,5 reicht nicht. Das heißt, du gehst wieder in Ladendruck, nimmst du dann schon 2 Byte. Ja. Ne? Das heißt, du musst halt gucken, was du alles in deinen Frame mit reinlegst. Und da haben die ganzen Hersteller, gibt es Dokumentationen dafür. Bei den frei programmierbaren ist es alles offengelegt. Kannst dir angucken, Easy Master, Max ECU, alles was es da gibt, ist es freigelegt. Bei den Herstellern, VW Audi, BMW, ist es natürlich ein Geheimnis von denen, weil sie nicht wollen, dass irgendjemand anders da reingeht und irgendwelche Informationen rauszieht etc. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir fangen einfach mal mit irgendwas an, dass wir das den Leuten auf jeden Fall noch einmal kurz zeigen können. Ja. Du hast ja hier so einen schönen Schalter. Genau, richtig. Also man kann natürlich nicht nur 0 bis 255 übertragen, man kann natürlich auch Bits übertragen, eine 0 und eine 1. Mhm. Und damit es richtig kompliziert wird, hast du in dem einen Byte nicht nur einen Schalter, sondern hast du bis zu 8 Schalter, die du übertragen kannst. Auf eine Adresse. Auf eine Adresse, damit du nicht... Weil du kannst natürlich. Ist das dann das gleiche wie ein POTI? Also ist das dann quasi wie ein 8-stufiger Schalter oder ist das wieder nochmal ein anderes Signal? Also 0 und 1 ist einfach nur ein binärer Schalter. Mhm. An oder aus. Mhm. Ja, wenn du jetzt ein POTI hast, sind das 8 Positionen, würdest du dann vielleicht auch in so ein Ding mit reinlegen. Mhm. Okay. Weil ich kenne die POTIs auch, dass sie in einem Bit laufen. Genau, bei halt dann ein Byte im Zielgerät musst du es dann passend umrechnen. Ja. Genau. So, und dann haben wir hier. Willst du rumkommen? Ja, wir können ja, oder wir drehen den so. Gehen rum. Ja, so hier. So sieht jetzt der Datenstream aus. Das heißt, wir haben hier auf dem CAN-Bus haben wir jetzt, das sind die Adressen, die IDs, haben wir jetzt zum Beispiel die Adresse 640. Das ist jetzt gerade wie ein Scanner, sage ich jetzt mal, der einfach den CAN-Bus scannt und dir jetzt gerade zeigt, was da alles so drauf läuft. Du verbindest dich mit dem Display und das Display von uns übermittelt die Daten über USB jetzt in unsere Software, damit du einfach angucken kannst, was kommt über den CAN-Bus, damit auch so ein bisschen Troubleshooting mit betreiben kannst. Mm-hmm. Ist jetzt dein ABS im CAN-Bus drin? Ist deine Haldex drin? Ist alles vorhanden? Mm-hmm. Okay. Ja. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass die Adressen 640 bis 642 vom Display rausgeschickt werden und dass die Adressen 520 bis 528 vom Motorsteuergerät kommen. Mhm. Und jetzt können wir uns hier oben, habe ich jetzt hier schon den aus unserem CAN-Bus-Protokoll den Wert MAP eingeblendet. Mhm. Das ist die CAN-Bus-Adresse 520 hier. Mhm. Und machen wir hier weiter das Startbyte. Wir haben hier die 8 Byte, ja, 0 bis 7. Mhm. Und das Startbyte ist hier 4. 0, 1, 2, 3, 4. Hier ist mein MAP-Sensor und die Bytelänge ist 2. Das heißt, mein MAP-Sensor wackelt hier. Und die 4. Die beiden Werte ist mein MAP-Sensor. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann es vorwärts oder rückwärts lesen. Das ist das Format. Das ist Big Endian oder Little Endian, wenn du das mal gesehen hast. Ja. Das heißt, wir nehmen hier die 4 mal 256 plus die 11. Und da kommt raus.
bei irgendwas um die 1000. Das ist hier gerade unser Umgebungsdruck. 1041. Mhm. Ja, weil die 1041 passen ja nicht in ein Byte. Ein Byte ist ja nur bis von 0 bis 255. Deswegen müssen wir noch ein zweites Byte dazunehmen. Mhm. Und damit das dann passend umgerechnet wird, hast du hier immer so einen Multiplikator. Da machen wir jetzt zum Beispiel ein Bar draus. Wenn wir die 1000 mit 0,001 multiplizieren, haben wir jetzt ein Bar. Mhm. Und damit wir den Umgebungsdruck mit rausrechnen, machen wir jetzt hier minus 1. Und dann sind wir jetzt schön auf 0. Und wenn du dann anfängst mit Fahren, hast du dann, kommst du dann genau in den positiven Bereich rein. Mhm. Oder in den negativen, wenn du Unterdruck hast. Aber um den Zuschauern das jetzt zu erklären, als Möglichkeit über den CAN-Bus etwas zu übertragen, haben wir als erstes die Adresse. Genau. Diese achtstellige Zahl. Mhm. Und dann wirklich diese 7 Bytes, die variieren können. 8 Bytes, 0 bis 7. Ah, 0, ja. Okay. 0, genau. 8, ja. Und dann ist immer noch die Frequenz, das ist der Timestamp hier. Wie oft kommt das über den CAN-Bus? Das heißt, wir haben jetzt hier 50 Millisekunden, das sind 10 Hertz. Diese 8 Bytes haben aber rein gar nichts mit der Zahl, mit der Adresse zu tun. Nee. So, weil die Adresse zufälligerweise auch 8 Stellen genau, hat, richtig, übertrieben gesagt. Das ist aber wirklich eine reine Adresse. Ja, genau, richtig. Und dann wird es entweder immer von vorne oder von hinten multipliziert. Das kannst du, das gibst du an. Mhm. Ob das jetzt Little Endian oder Big Endian ist. Genau. Du gibst nur die Start an, hier, Startbyte. Mhm, und gibst die Länge an. Mhm. Ob das jetzt 1, 2, gibt auch 4. Mhm. Okay, und wie können wir jetzt diese 1000 ausrechnen theoretisch? Kriegen wir das im Kopf hier gerade hin? Ja, klar. Wir hatten hier die Adresse ist 520. Mhm. Wir fangen bei 4 an. 0, 1, 2, 3, 4. Mhm. Und wir haben eine Länge von 2. Mhm. Das heißt, wir nehmen das 4, mhm. 4 mal 256 mhm. plus f ist 16. 1040. Mhm. Das ist das, was wir vorhin hatten. Mhm. Ja? Und dann, dann haben wir das schon mal im Steuergerät drin. Ja, oder wo auch immer. Ja. Und dann nimmst du dann immer deinen Multiplikator dazu. Genau, das den nehmen wir oben eingetragen. Wir haben jetzt hier die 0,001 mhm. und dann sind wir bei 1,04 bar Umgebungsdruck. Mhm. Okay, cool. Verstehe. Und dann hast du immer noch ein Offset, weil du kannst zwar auch negative Zahlen drüber schicken, aber du kannst dann immer noch ein Offset nehmen, wie zum Beispiel bei deiner Ansauglufttemperatur. Im Winter kommst du bei minus 10 an. Ja, da hast du deinen Wert von 0 bis 255, schickt jetzt das Steuergerät zum Beispiel Wert von 4. Und dann hast du ein Offset von minus 40. Mhm. Und so kannst du dann auch negative Werte mit darstellen. Du kannst aber natürlich auch, hier gibt es so ein Unsigned. Eine kurze Sache noch. Ja. 4, also wenn da eine 4 drin steht, heißt es immer 4 mal 256. Das heißt, wenn wir hier eine 27 haben, heißt es auch 27 nicht mal. Nicht unbedingt. Okay. Es kann ja auch der Wert in der Adresse 461 kannst du ja auch nur einen Byte-Wert haben. Mhm. Das heißt, der Wert, das ist auch Hex. Ja, also musst du die 27 in Hex umrechnen. Boah, okay, das wird für uns kompliziert. Ja, also okay. Das sind alles hier Hexzahlen dargestellt, aber das machen dann alles die Steuergeräte. Aber man kann schon grob sagen, es ist jetzt nicht mal eben so, man guckt da rein und schreibt sich sofort so eine Adresse selber und rechnet sich das um und so weiter. Also das ist schon ein bisschen, also wenn du da wirklich, schon verstanden haben. Wenn du da wirklich Reverse Engineering machen willst, du gehst in den originalen CAN-Bus rein und willst da irgendwelche Adressen finden, wie du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in deinen Abarth das E46 ABS reinbaust und da hast jetzt keine Adressen, keine Unterlagen, musst du mit dem CAN-Bus Never rangehen und schauen, okay, ein Rad drehen und gucken, welcher Wert sich findet. Ganz genau. So, jetzt können wir heute tatsächlich mal hier unten bis auf 5 Bar per Knopfdruck aufdrehen. So stelle ich mir das eigentlich im Auto vor. Kein Ladedruck. Erste Runde so, zweite so, dritte. Also wenn ich so einen Knopf im Innenraum hätte, ich würde immer. Ich würde es nicht hinkriegen. Immer am Rumspielen. Nee, deswegen würde ich dir solche Knöpfe überhaupt nicht hinkriegen. Ich würde es wirklich nicht hinkriegen, es nicht auszutesten. Ja. So, deswegen. Ich würde definitiv aufdrehen. Wir fangen mal bei Folgendes an. Wir gucken uns das Ganze erstmal an mit 0. So, also mit eigentlich Minimum. Ja, genau. Also mit 0. Das ist jetzt, das Display schickt jetzt die Adresse 641 raus. Mhm. Und das ist fast 0. Das könnten wir jetzt als Beispiel testen. Also angenommen, wir wüssten jetzt nicht, welche Adresse es ist. Könnten wir jetzt genau hier so ein bisschen dann rumdrehen und würden feststellen, und welcher verändert sich? Der hier verändert sich am meisten. Genau. Alle anderen fast gleich, dann muss es der sein. Okay. Ja. Mhm. So, das ist also fast 0. Jetzt drehst du mal voll auf. Dann hast du wieder 3,
Und wir haben hier oben, ich habe das hier oben schon vorbereitet, Custom. Der Wert, weil wir jetzt nur mit USB verbunden sind, ist es jetzt nicht ganz 5 Volt, aber ansonsten ist da eigentlich 5 Volt ein Wert von 1023, die Auflösung vom Mikrocontroller. Würde es zu weit gehen, wir bekommen hier einen Wert über CAN bus von 1023 über 2 Byte. Ja, Byte 0 und Byte 1. Die fassen wir wieder zusammen. Wir haben Startbyte 0. Hier ist das Startbyte. Und wir haben die Bytelänge, ist wieder 2. Das heißt, aus 2 Bytes rechnet es sich zusammen. Genau, richtig. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal 1 und deswegen steht jetzt hier oben 950. Und was ist das da für eine Zahl, die da jetzt gerade so rumspringt? Das ist der Hexadezimalwert, das sind hinten die kleinen Zahlen, die du hier oben auch siehst. Und was bedeutet zum Beispiel, wenn der B4 steht? Also als Beispiel, ich könnte es gerade gar nicht ausrechnen. Ja, was okay, ist. Also nur so. Kein Problem, wir haben ja jemanden, der das für uns macht. B4 und B4 ist dann 180. Das heißt, du hast 3 mal 256 plus 180. Ja, man merkt, du hast schon ein paar Mal im CAN-Bus hier rumgefriemelt. So, und dann haben wir halt genau, wenn wir jetzt die, also das B4. Ja. Es kommt witzigerweise auch fast gerade hin, weil ich da irgendwann mal kurz, oder was wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade steht, ist schön auf, ja, was sehen wir da sonst noch so an Zahl? C. Es ist was Hohes. Also C0. Ja, das. C0 in Hexadezimal ist 192. So. Das ist 960. Dann 3, weil das erste Byte, hatten wir ja gesagt, sind 3 mal 256 genau. Plus das sind 960 und der zeigt oben genau, springt immer um die 960 rum. Genau, richtig. Okay, cool. Ja. Das ist das, was das Display jetzt auf den CAN-Bus schickt. Und jetzt kannst du mit dem Zielsteuergerät, das Display schickt jetzt raus, empfängt es selbst, ist jetzt erstmal hier nur für den Versuchsaufbau, kannst du das jetzt beliebig multiplizieren. Denn jetzt und jetzt müsste aber eure Software in dem Display, muss dann dieser Adresse dem Benutzer dann auch noch automatisch hinterherlegen, dass das jetzt Öldruck ist. Nee, das musst du dem Zielgerät sagen. Genau. Dem Zielgerät sagst du auf der Adresse 641 findest du deinen Öldruck. Okay, verstehe. Weil selbst wenn man das halt weiß, kann man ja in dem Moment sich nicht alles auswendig merken. Kann alles sein, ja. Genau. Und dann fängst du an, deinen Öldruck umzurechnen. Das heißt, die Öltemperatur, die aus einer EMU oder aus einer Max-ECU kommen, sind auch unterschiedliche Adressen. Ja, genau. Hätte man ja auch vereinfachen können. Ne? Aber kocht halt jeder sein eigenes Süppchen. Bin schon froh, dass sich alle auf CAN-Bus geeinigt haben. Ja, ja, und nicht noch verschiedene Systeme machen. Ne? Genau. Weil es geht ja dann weiter. Zukünftig haben wir dann die Systeme, fangen dann an mit Ethernet-Verkabelung etc. So, jetzt letzter Punkt ist nur noch, man kann bei euch auf den Displays auch schön so ein CAN-Switch machen. Genau, richtig. Das heißt, wir haben einfach wie einen digitalen Schalter hier und können uns jetzt mal angucken, wie der Wert sich da verändert. Ganz genau. So, wenn wir jetzt aktiviert haben. Nehmen wir hier nochmal raus. Das hier. So. So, nochmal starten. Ja, und jetzt hast du hier die Adresse. Ich betätige mal 640, die 1. Ist es die? Ja. Ja. Ja, vorne das allererste Byte. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben auf die 640 gehe, müsste da stehen, dass es nur mit einem Byte arbeitet. Du musst noch die Länge bitte definieren. Achso, ich dachte, ich kann mir jetzt einfach angucken. Ja, das passt schon, genau. Dann definierst du die Länge. Byte Length ist 1. Und wenn ich jetzt hier, wird es 1. Ja, ist jetzt zum Beispiel ist jetzt Launch-Control aktiv oder ein Anti-Lag. Genau, solche Daten kannst du dann auch wieder übermitteln und musst dann natürlich im Steuergerät das entsprechend mappen. Das heißt, eigentlich ist es wirklich nur diese eine Zahl, die sich verändert und das ist schon das ganze Hexenwerk. Genau. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, müsst ihr somit für fast jedes Auto es einmal ausgelesen haben. Beziehungsweise nicht jedes Auto, jeden Hersteller. Genau. Jedes Steuergerät. Und man muss, wenn ich euer Display ins Auto baue, halt anklicken, in welchem Auto es drin ist, damit er über das CAN-Bus das Richtige findet. Genau, richtig. Also wir haben die meisten Protokolle haben auf der internen SD-Karte hinterlegt. Also jetzt die ganzen freiprogrammierbaren sind somit hinterlegt. Die ganzen herstellerspezifischen sind nicht ganz so hinterlegt. Weil das natürlich dann auch unser Know-how, wo wir halt auch viel Arbeit reingesteckt haben. Und da wir gerade hier einen Schalter geschaltet haben, heißt das Display kann logischerweise auch einen CAN-Bus ausgeben, nicht nur lesen. Genau, richtig. Kann ich den auch selber schreiben? Die sind beim Display fest hinterlegt. Wir haben dann pro Steuergeräthersteller, also Max ECU, ECU Master, Motec, für die haben wir alle
das schon einmal eingerichtet, haben wir dann auch eine entsprechende Anleitung dazu. Das heißt, man muss immer einstellen, welches Steuergerät habe ich angeschlossen, und dann stellt sich das Display passend drauf ein. Ich verstehe, weil diesen Kennschalter, den ich zum Beispiel an die EMU schicken muss, muss natürlich auch die EMU wissen, dass auf der Adresse das jetzt kommt. Genau. Bei der EMU ist es halt recht starr, da ist es vorgegeben, auf welche Adresse die das empfangen will. Andere Steuergerätehersteller sind da flexibler, ist natürlich dann auch mehr Arbeit, das Ganze dann einzugeben. Ja, ich würde sagen, das war mal wieder ein intensives Technikvideo, aber ich fand es interessant. Ich habe auf jeden Fall was beigelernt. Ich traue mir jetzt auf jeden Fall zu, wenn ich das nächste Mal irgendein Kennmus-Problem habe, dann doch mal in dieses Protokoll reinzugucken. Ich weiß, wer mich anruft. Wenn ich nichts finde, rufe ich wieder an. Das ist Variante 2. Wenn ihr Bock auf so ein Display habt, schaut einfach bei Henrik auf der Seite vorbei. Gibt es mittlerweile für etliche Fahrzeuge, ne? Ja, genau, richtig. Richtig schön. Ich weiß noch, als wir das damals in Omagolf gebaut haben, in die Luftdüse, da war das ja noch, jetzt nicht am Anfang, aber ich sag mal, da wart ihr schon noch in den Startlöchern, sage ich jetzt mal. Genau, ja. Und mal gucken, was da noch so kommt. So ein paar Projekte haben wir ja noch. So, wir haben vorhin schon mal so über Reifentemperatur gesprochen. Das würde mich natürlich extrem reizen, damit wir nicht unendlich viele Reifen kaputt fahren durch falschen Luftdruck. Genau. Und danke, dass ihr hergekommen bist. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wieder, was gelernt. Und danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Bis bald.